Hallo zusammen, willkommen zurück zu Farm Together auf der Wassermap. So, ich habe gerade noch kurz einen Booster geholt, damit es vorwärts geht. Ich habe offscreen so ein bisschen was gemacht, ziemlich Bäumchen gefarmt. Werden wir auch gleich tun, damit sich das lohnt. Mittlerweile Level 20 mit der Farm. Die Bäume haben sich wahnsinnig bewährt. Also das, ihr seht, wir haben schon wieder 8 Tocken beieinander. Können uns jetzt auch sogar bald schon einen Farmhelfer leisten. Ich switche jetzt aber erst kurz zu den Bäumen. Das ist ja für uns sehr, sehr wichtig. Wie ihr seht, ich habe hier hinten weitere Fruchtpressen hingestellt. Eben gerade, weil dann das Lager ziemlich schnell mal voll ist, weil ich versuche wirklich jetzt möglichst mit dem Booster zu arbeiten. Gerade noch, solange wir in diesem Levelbereich sind. Und es einfach schwierig ist, in Tocken zu kommen. Damit wir da vorwärts kommen. Die gehen ja 5 Minuten, ne? Also so eine Fruchtpresse, bis die sich wieder erholt von der ganzen Arbeit. Deswegen kam da hier noch eine vierte hin. Des Weiteren nochmal Äpfelbäume. Das habe ich ja, ich glaube, in der letzten Folge habe ich noch eine Reihe mehr gemacht dann offscreen hier. Hey, es lohnt sich wirklich. Es lohnt sich. Ist natürlich so ein bisschen natürlich mit mehr Arbeit verbunden. Ne? Die Arbeitswege natürlich hier und dann jedes Mal kurz abernten. Aber mit dem Booster, das geht so fix. Vielleicht mache ich dann sogar noch eine Reihe mehr Äpfelbäumchen. So, jetzt gehen wir hier kurz rüber, bevor das voll ist. Es wächst und gedeiht. Mit dem Geld bin ich ein bisschen knapp geworden. Ich musste tatsächlich offscreen ein paar Nuggets eintauschen gegen etwas Geld. Das hatte den Grund, weil ich hinten dann, das zeige ich euch auch noch, angefangen habe, mit den Blümchen weiter zu oder einzukaufen. Habe zwar diverse Blümchen gekauft gegen Diamanten, damit wir da einfach auch mit den Dias vorwärts kommen und uns dann bald möglichst auch im nächsten Map-Abschnitt kaufen können. Das wird nämlich, je länger es, je mehr jetzt ein Thema. Da ich groß angelegt ja mit den Blumen schon was am Machen bin. Später werden das natürlich noch viele, viele mehr. Aber so jetzt in erster Linie. Und wir brauchen Platz, ne? Damit wir da nicht tausendmal alles hin und her umräumen müssen. Aber ich habe auch gerade gemerkt, ich glaube 30 Minuten Booster geholt. Dauert natürlich ein bisschen auf anderen Farmen, aber ich konnte dann auch wirklich über zweimal die Bäume abernten, was natürlich sehr viel gebracht hatte, dann gerade für die Fruchtpresse, später dann natürlich für die Tocken. Also langsam kommt hier Fahrt auf und ihr seht jetzt auch für die, die eben auch geschrieben hatten, ja, das geht viel zu lange, also so lange geht das nicht. Es geht schon gut voran und jetzt haben wir echt einiges zu tun. Ich werde dann noch wahrscheinlich ein bisschen mehr Felder anlegen, die ziemlich sicher später dann wegkommen. Das mache ich eigentlich, ich habe da noch Lecker. Weil wahnsinnig viele Felder möchte ich nicht, außer jetzt platzgemäß und so geht das. Aber ich weiß jetzt einfach von der großen Map her, wenn man mehrheitlich dann vielleicht alleine spielt oder so, dann... Das kann man alles fast gar nicht mehr bewirtschaften. Es sollen einfach genügend Felder sein, um große Marketingaufträge ausführen zu können. Ist hier was fertig da hinten? Da seht ihr, jetzt habe ich ein bisschen dazu gekauft, aufgerüstet mit den Blümchen hier auch. Hat halt eben, wie gesagt, Dias gekostet. Aber da hinten haben wir auch wieder freigeschalten, also ein bisschen Platz ist noch. Wir haben auch noch so ein wenig Zeit, bis da dieser Platz noch weggeht durch die Blumen. Vielleicht müssen wir dann auch in Richtung Bäume erweitern, keine Ahnung. Ist hier, glaube ich, nein, da noch, da ist noch eine Quest sogar. Ich hatte gar nicht mehr so Zeit, auf die Quests zu achten, was eigentlich alles so questmäßig ist. Entchen! Oh, wir müssen Tiere kaufen. Ich weiß nicht, ob das drin liegt. Mein Hund will raus. Moment. So, Entschuldigung. Die ist immer bei mir, ne? Wenn ich aufnehme, bis ich die Aufnahme drücke und dann will die was. Denkt auch, was quatschen die Alte da schon wieder. So, switchen wir hoch. Verkaufen. Ich versuche das jetzt wirklich...
diesen Speditiv da durchzuziehen, gerade wegen dem Booster. Ah, ich freue mich. Erster Farmhelfer, das wird interessant, wie es dann vorwärts geht. So, was haben wir? Wir haben keine Quest, wo wir was anpflanzen müssen. Hätten wir jetzt genügend Geld, könnten wir zum Beispiel für 1600 hier Ingwer anpflanzen. Der würde uns dann 3 Diamanten bringen, sprich 6, wenn wir mit dem Booster abernten. Aber leider fließt das Geld auch bei mir noch nicht gerade so, wie ich das gerne hätte. Deswegen werden wir kurzzeitiges Zeug hinpoppen. So, von allem so ein bisschen mache ich jetzt. Das mache ich jetzt absichtlich. Erstens, wir haben keine Quest. Zweitens, fürs Kochen. Denn wichtig ist natürlich, uns bringt natürlich ein Farmhelfer nichts, wenn wir keine Tickets dann haben, um den bezahlen zu können. Und die Tickets brauchen wir eben auch für die Einrichtung im Haus. Und da spreche ich jetzt nicht von Dekorationen, sondern von dem Klavier, das uns, wenn wir das ein bisschen hochleveln mit den Musikstücken, welches uns dann wirklich auch Token bringt später. Das kostet nun mal Ressourcen, manchmal Diamanten und dann auch Geld. Und da bin ich jetzt schon so ein bisschen am Gucken, dass wir so ein bisschen von allem was haben. Da bringt natürlich nicht nur Salat was. Und deswegen mache ich so ein bisschen verschiedenes Zeug. Vielleicht noch Trauben, das wäre wahrscheinlich noch. Da habe ich nicht so, was das Trauben gibt. Das wäre Trauben. 6 Stunden geht mir fast zu lange. Was gab noch? Nee, es gibt Gewürz. Keine Ahnung. Ich brauche eine Reihe. Mit Weizen bin ich auch immer so ein bisschen am Hadern und knapp. Jetzt haben wir gerade den Vorteil, dass es regnet. Und uns ein kleines Zeitersparnis gibt. Dann machen wir... Es gibt natürlich hier fast alles dasselbe. Vielleicht noch Pilze hin. Ist auch noch was, das beim Kochen bei mir jedenfalls oft fehlt. Jetzt sind wir schon wieder voll. Soll weiter regnen. Regne, regne. So. Aber mir gefällt's, ne? Also so langsam viel zu tun. Also ja, viel. Einigermaßen jetzt zu tun und nimmt Formen an. Also ich freue mich. Hätte mich letztens noch fast hinreißen lassen, zu Flachmann Map neu anzufangen. Also nicht zurückzusetzen, wirklich neu anzufangen. Oh, schon wieder voll. Mist. Ich glaube, das gibt keine... Genau, das gibt auch Traum. Okay. Entchen müssen wir kaufen. Entchen, Entchen. Ich weiß immer noch nicht, wo ich die Enten hinmachen soll. Keine Ahnung. Was braucht das? Ich glaube, das wird hier aus mir. So, wir werden jetzt böse Sachen machen. Wir kaufen uns jetzt eine Staffelei. Auch hier können wir natürlich Tickets erspielen. Das seht ihr jetzt hier. Also wir können jetzt anfangen zu malen. Das müssen wir hochleveln. Zum Beispiel hier die Tulpe muss auf Level 1 sein, damit wir das hier freischalten können. Fangen wir dann gleich mit der Tulpe an. Gibt uns, kostet zwar 5 Dias, gibt uns dann 2 Tickets, aber wir benötigen leider das, um die weiteren Bilder freischalten zu können. Das Klavier. Das leisten wir uns jetzt. Muss jetzt sein. Und genau da fängt es jetzt an. Ne? Das kostet uns alles Dias. Immer und immer wieder werden wir so, auch wenn das kleine Beträge sind, das summiert sich. Aber wir wollen das haben. Gleich.
ich würde dann die Jahreszeit wechseln. Vielleicht können wir gleich nochmal mit dem Booster die Bäume ernten. Das wäre natürlich super. Was machen wir hin da? 45 Minuten 30. Sobald wir da mit den Dias auch wieder ein bisschen fitter beieinander sind, werde ich noch eine große Scheune hinstellen. Ich glaube, die kostet 250 Diamanten. Aber das ärgert mich jetzt da tausendmal hier verkaufen zu müssen, gerade wenn der Booster noch aktiv ist. Das würde sich sicher jetzt dann lohnen. So, Tocken verdient. Das haben wir schon 11. 15 brauchen wir. Es kommt gut. Beim Brunnen gibt es gar nicht das Doppelte, habe ich gesehen. Weil wenn ihr ohne Booster den Brunnen erntet, gibt es ja 25. Und mit dem Booster gibt es dann 30. Wie unfair. Voll der Beschiss. Ja, komm, alles Brunnen. Schon wieder voll. Mensch. So, ich glaube, jetzt haben wir alles abgeerntet fürs Erste. 39.000 haben wir. Okay, jetzt mal gucken. Ist einiges dazugekommen. Eben, wir haben für Käse 20 haben wir zwar ein Lager, wie gesagt, woher auch immer. Ich glaube, das ist einfach zu Beginn, sodass wir dann einen Grundbestand haben. Aber kostet 10 Tocken, das will ich nicht. Das werde ich jetzt auch nicht kaufen. Was ich noch gekauft habe, war der Webstuhl. Der steht unten bei den Blumen. Vielleicht nehme ich den noch hoch. Das habe ich offscreen gekauft. Jetzt muss ich aufpassen. Honigstand. Eben da bin ich noch so ein bisschen unschlüssig wegen den Bienenstöcke. Ich weiß, dass die sich wirklich auch lohnen würden. Dennoch warte ich hier, sonst an Ständen ist gerade nichts. Ne? Hier wieder die diversen Deko-Zeuge. Das wird alles später ein Thema sein, auf jeden Fall. Natürlich wollen wir auch dekorieren. Hier auch. Ich switch das nur durch, damit es mir nicht mehr angezeigt wird. Was ist denn da? Okay. Straßen. Alles klar. Die kleinen Stände haben nach wie vor einfach diese Abklingzeit. Wenn ihr dann die großen Stände kauft zum Verkaufen, habt ihr keine Abklingzeit mehr. Also wenn dann wirklich das Lager voll ist, könnt ihr da stehen, Leertaste gedrückt halten und dann verkauft sich das alles ganz schön. So, wir haben 4 Minuten noch Zeit mit dem Booster und jetzt werde ich hier nochmals die Äpfelbäume ernten. Ich denke, das wird reichen. Vielleicht drin, dass in der nächsten Folge wir uns den Farmhelfer kaufen können. Das wäre natürlich top. Das wäre so cool. Dann muss ich mir überlegen. Ich habe noch gesagt, vielleicht ob wir einfach mal so, weil ich komme ja gut hinterher, ne? Auch mit dem Booster, also alles abernten und so, ist es ja noch nicht, dass wir da tonnenweise Arbeit haben. Ob wir dem mal die Range von Äpfelbäumchen geben. Und vielleicht dann noch die beiden Brunnen reinstellen. Die ernten ja die Brunnen auch ab. Dass wir vielleicht da hier nach hinten die Erweiterung kaufen da und das mal so anordnen.
Entschuldigung. Uns hat leider die Grippewelle erwischt. Seit einer Woche liegt die ganze Familie flach. Also ich hoffe, wenn ihr das seht, weil ich produziere immer so ein bisschen vor, ist es durch. Im Moment geht es jetzt wieder. Aber es ist echt schlimm. Also das ist ganz eine üble Grippe, die da bei uns ist im Moment. Das ist hartnäckiger Scheiß. Nix fertig, ne? Alles klar. Cool. Juhu! Was wir jetzt gleich noch schauen ist... Wir haben sogar 10 Nuggets haben wir. Also gibt's da auch noch einen Trocken. 12! Yuppie! Jetzt schauen wir mal, was die nächste Erweiterung kostet. 900 Diamanten. Das kriegen wir auch dann noch hin. Dann würde ich nämlich sagen, dass wir... Ich werde jetzt auf das sparen. Ich werde dann gleich hier, können wir bald schon wieder abernten, werde ich da hinten dieses Land freischalten. Neben den Äpfelbäumchen. Weil bei den Blumen haben wir, so wie ich das sehe, hier unten, genau, haben wir bis hinten freigespalten. Also haben wir genug Platz, dann die Blumen noch anzulegen, sollte das Geld passen. Das seht ihr unten rechts. Deswegen weichen wir jetzt auf die andere Seite aus wegen den Bäumen, gegen die linke Seite und werden dann, sobald es möglich ist, das freischalten und ich hoffe bis dahin diese 3 Trocken noch zusammen zu bekommen, um den ersten Farmhelfer zu kaufen. Das heißt, ich werde die Bäume hier, die bleiben stehen, ne? Wir kaufen dann noch neue. Äpfelbäume sind ja nicht teuer, von daher. Das machen wir mal so und lassen wir den mal ein bisschen rattern. Den Rest kann ich im Moment ja alles noch selber abernten. Das ist kein Problem. Das wird hinhauen. Aber eben, damit sich wirklich diese Fruchtpresse füllt und füllt und füllt und füllt. Und dann stelle ich denen noch schön die Töpfe hin. Auch der Goldtopf kann ich hinstellen bei ihm. Wir werden sehen. Ich mache jetzt hier weiter offscreen, versuche möglichst jetzt diese 900 Dias zusammenzubekommen und natürlich die Quests abzuschließen, um endlich 15 Token beisammen zu haben, um den ersten Farmhelfer zu kaufen. Dann hoffe ich, wir sehen uns morgen in der nächsten Folge von Farm Together wieder und dann auch natürlich hoffentlich mit dem Ergebnis und einem schönen Kontostand, um den kaufen zu können. Hat mich gefreut, wart ihr mit dabei. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.